Okay, ja, dann, also wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja den Mike Köhler persönlich gekannt. Wie lange waren Sie denn mit ihm bei Scientology zusammen? Also Mike Köhler, das war ein Mitbewohner von mir. Wir haben in der Hassstädter Heerstraße gewohnt. Das Haus hat einen Obersaintkollege, der als Kriminalinspektor oder Direktor bei der Bremer Polizei war. Ja, ja. Und wir haben uns oben zwei Zimmer geteilt. Mhm. Und die Küche und das Bad. Mhm. Und ich war damals Mitarbeiter in Bremen gewesen, als Staff. Und wie lange war das mit Mike? Ich glaube so 4 Monate. Mhm. Also 3, 4 Monate waren es sicher. Mhm. Also Mike war ein ganz umgänglicher Kerl. Ein bisschen kleine Stimme, sage ich jetzt mal. Und er war nicht der typische Scientologe. Also er war nur Zeitarbeiter, nur in Anführungszeichen, weil er Schlosser war. Mhm. Und hat von denen, was hat er gekriegt, vielleicht 1000 Euro oder was, die Miete bezahlen müssen. Die Kirche, die Mission hatten mindestens die Hälfte abgeknöpft. Und dann blieben ihm noch so einen Monat so ungefähr 150 Euro. Mhm. Der springende Punkt, warum ich dann ausgezogen war, war, wir haben uns das Essen zusammengeteilt und kurz vor Monatsende waren noch 3 Kartoffeln und 2 Zwiebeln da. Und dann wollte ich die Kartoffeln mit Zwiebeln in eine Bratpfanne machen und dann hatte Mike gesagt, nee, nee, wir können doch nur 2 Kartoffeln machen und 1 Zwiebel haben wir morgen noch was. Und das war dann für mich so ein Punkt, da habe ich gedacht, ja, irgendwas passt hier nicht. Ja? Ich bin da mehr oder weniger abgehauen und... Das heißt, finanziell ist es Ihnen damals nicht gut gegangen? Das hat einiges gekostet. Ne? Ich hatte auch keine geregelte Arbeit damals. Ne? Und ja, es waren schon harte Zeiten. Haben Sie denn mitbekommen, ob der Mike noch Verbindung zu seiner Familie hatte? Hatte er Familie? Also ich wusste, dass er einen Bruder hat, von dem hat er auch öfters erzählt. Und die Eltern hatten irgendeine Gastwirtschaft bei Wildeshausen. Also, und soweit ich weiß, waren die Eltern auch schon gestorben. Also es war nur noch der Bruder und der hat gesagt, der will nichts von seinem College wissen. Ja. Ja, und dann das nächste, was ich dann gehört hatte, nachdem ich ausgestiegen war, über Ursula Caberta in Hamburg. Die Organisation gibt es überall übrigens nicht mehr. Also die haben sie zugemacht wegen fehlender Mittel. Ich weiß nicht, ob ich das damals geschafft hätte, wenn die Frau, sage ich jetzt mal, nicht gerudet hätte, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ich glaube, 2 oder 3 Monate später habe ich dann einen Anruf gekriegt von der Kriminalpolizei. Der Mike Köhler ist gestorben. Das war irgendwann 2004 im März oder April, muss das so gewesen sein, oder war es vielleicht Mai? 2004. Ja. Und da war ich erstmal ein bisschen geschockt. Ich bin dann eingeladen worden nach Bremen, halt in die Sachverhalte, ob ich da was dazu sagen kann. Weil irgendwo muss rauskommen sein, dass er halt bei Scientology ist. Und die Todesursachen waren, also nicht Todesursachen ungeklärt halt. Er war gesund. Ne? Und die Ursula hat irgendwann was gesagt gehabt, er war innerlich wahrscheinlich verblutet. Mhm. Und hätte 2 oder 3 Tage im Todeskampf gelegen. So irgendwo war der letzte Sachstand. Das muss über ein Wochenende passiert sein. Nur das Merkwürdige bei der Sache, da waren immer mindestens 2 Scientologen jeden Abend in der Wohnung. Immer, ständig. Ja. Ne? Die auf ihn aufgepasst haben und ihn zurechtgerückt haben und sonst was. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann quasi 2 Tage allein gelassen wird. Dann auch in der Wohnung. Niemals. Warum ist es so, dass da immer andere auch sind, dass da nie jemand alleine gelassen wird? Ja, da wird auch gelästert. Zum Beispiel. Also um erstmal ein Gruppengefühl zu erzeugen und was im Raum stand oder wo ich immer, wie soll ich sagen, also so ein bisschen befremdlich war, die haben sich darüber beschwert, dass die Bremer Mission halt eine Säuglingsauffangstation wäre, weil da 2 Frauen kleine Kinder hatten, ne? Und dass da zu viel Rücksicht genommen wird und so weiter. Ne? Und da hatte ich mich mal eingeklinkt in die Diskussion und habe gesagt, ja, wo sollen denn die nächsten Körper herkommen? Ist mir doch egal. Ne? Also Nachhaltigkeit oder ein bisschen normales Denken ist doch irgendwie ausgerutscht. Ne? Und dann hat die
Polizei sie sozusagen verhört nach dem Motto, was, genau. Was wissen Sie? Ganz genau. Ja, können Sie sich daran erinnern? Was wurde da erörtert? Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ob ich homosexuell bin, habe ich gesagt, ne. Ich sagte, würde ich nie, also ne, absolut nicht. Ja, ob ich nicht gewusst hätte, dass der Mike halt homosexuell gewesen wäre. Da habe ich gesagt, nee, ich habe sogar mitgekriegt, er hat doch eine Freundin gehabt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das auf der Polizei war oder irgendjemand hat dann gesagt, er hätte sich irgendwas halt anal eingeführt oder was und wäre da dran irgendwo verblutet oder was, innerlich. So steht es in der Akte. In der Polizeiakte, ja. Ich habe sie jetzt, kann man so sagen, also die Theorie, das ist ja natürlich nur eine Theorie, aber die Theorie ist die, da sei er eben verletzt worden am Darm und da sei er ganz langsam verblutet. Das dauert ja eine Woche oder zwei Wochen, das geht nicht so schnell. Also muss er da irgendwelche kleinen Wunden gehabt haben. Ja. Wie das passiert ist, weiß ich nicht, aber letztendlich ist es so, dass man schon gesehen haben muss, dass es ihm schlecht geht. Das ist nicht so, dass er da von einem auf den anderen Tag gut umfällt. Da stellt sich eben die Frage, warum hat das keiner gesehen, warum hat das keiner gemeldet, warum ist ihm nicht geholfen? Ich war zwar nicht anwesend, aber ich könnte mir eins gut vorstellen, dass die Leute, die ständig bei ihm in die Wohnung waren, ihn halt auditiert haben, weil alle Krankheit stammt ja von Unterdrückung und muss nur lang genug auditiert werden und dann verschwindet die Somatik und ist alles wieder gut. Und je schlechter es der Person geht, umso näher kommst du natürlich dem Ziel, weil nachher geht's bing und der Verstand ist sauber und dann ist er wieder gesund. Ne, also hat denn der Mike selber an Scientology geglaubt? Also war er selber hundertprozentig überzeugt davon? Also hundertprozentig, ja. Er hat zwar nicht die Mittel gehabt, sage ich jetzt mal, um jetzt für die IAS zu spenden. Also er war kein Mitglied oder was, aber die Kurse und so weiter hat er immer gemacht. Ja. Und er war relativ weit, sage ich jetzt mal sogar. Ne. Er hat da verbotene Sachen gemacht, die man eigentlich nicht machen soll oder nicht machen darf. Kurz bevor ich dann weg bin, hat man uns auch darüber unterhalten, dass wir zusammen vielleicht in die Münchner Org wechseln. Das heißt, aus Bremen abhauen. Weil in München war das doch damals viel schöner gewesen, sage ich jetzt mal. Ne? Und dem war er eigentlich sehr angetan und vielleicht Mutmaßung. Ich meine, ich bin jetzt nicht. Ich komme nochmal zurück auf das Gespräch bei der Polizei. Wie wirken denn da die Beamten auf Sie? Hatten Sie den Eindruck, die haben Ahnung von Scientology und die wissen, mit was sie da zu tun haben und wie die Leute ticken, die bei Scientology sind? Also die Beamten selber? Nee. Also woher auch? Ich meine, ich habe es ja auch nicht gewusst. Ich hatte mich damit eigentlich befasst, bevor ich hingegangen bin. Ne? Ja. Ja, also wer klärt darüber auf? Eigentlich niemand. Die es hätte machen können, die Frau Caberta aus Hamburg, die ist ruhig gestellt worden wegen 150.000 Euro im Jahr oder was, ne, dass die Anlaufstelle halt zu ist. Mhm. Jung. Haben Sie denn von den Ermittlungen selbst noch was mitgekriegt, während Sie bei Scientology waren? Das war ja danach. Ich bin ja danach nichts. Ich bin ja schon ausgetreten. Oder wie war das? Ne, ich bin erst ausgetreten. Ich war erst bei Caberta und dann war das mit Mike. So rum war es. Wenn Sie sagen, dass der Vermieter dieses Hauses ein Polizeibeamter war und auch noch Scientologe, liegt da nicht, ist das nicht im Bereich des Möglichen? Da liegt alles im Bereich des Möglichen. Wir sind hier in Deutschland. Das ist mittlerweile nichts anderes als die beste Bananenrepublik, wenn Sie mich fragen. Hm. Ja. Also ist es tatsächlich möglich, dass Scientologen oder Scientology auch Leute in Behörden sitzen hat, die dann in solchen Fällen oder auch in anderen Fällen, sagen wir mal, vielleicht das eine oder andere Auge zudrücken oder irgendwie auch mal eine Akte verschwinden lassen oder so. Ist das denkbar oder ist das total von der Hand? Denkbar auf jeden Fall. Also da bin ich mir ganz sicher. Die haben ihre Schlüsselpositionen. Haben Sie denn danach noch mal irgendwas gehört von anderen Scientologen, die da zum Beispiel gewohnt haben?
haben Sie versucht, selbst anzurufen und zu fragen, was ist denn da passiert? Sie müssen ja wahrscheinlich... Ich habe dann... Ach, hören Sie auf. Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber ich bin ja dann... damals, als es war mit Mike, als es passiert war, habe ich ja eigentlich in Norden, Norddeutsch oben gewohnt mit meiner Ex-Frau und meinen Kindern. Und bin dann irgendwie auf den Trichter gekommen, ich muss nochmal BWL, Verkehr und Logistik studieren, bin dann nach Bremen gekommen. Und da habe ich dann den anderen, oder andere, Bremen ist ein Dorf, dann treffen sie sich halt irgendwo, treffen sie normale Gespräche. Und dann bei einem Geschäftsmann, das war dann 2008, tauchte auf einmal einer von denen als Berater auf und das war ein ganz krummer Hund, der Geschäft war, also wirklich alles am Start vorbei, nur die Steuerbescheiße alles, ne? Und kräftig unterstützt wurde von dem einen, der auch immer beim Mike gesessen hat. Also solche Zufälle. Und den haben Sie mal gefragt, was ist da passiert? Oder? Nee, erstmal ein bisschen distanziert. Ich habe ja erstmal beruflich, also die Firma, wo ich damals gearbeitet habe, die war insolvent und die hatten Schulden bei der anderen Firma und dann ging das hin und her. Dann habe ich erstmal überlegt, was mache ich jetzt am besten? Eigentlich wollte ich ja weggehen, und, aber ganz normal, wir haben über gar nichts, über das Thema war außen vor, aber er war der Berater, ne? Also eindeutig. Über Weiß, ne? Und dann ziehen die alles, was geht, glauben Sie es mir. Ich habe dann hinterher mal mitgekriegt, so Konstellationen, Sie kriegen das nicht zu fassen, aber die Kohle kommt ja. Ja. Also Sie hatten danach gar nicht mehr die Gelegenheit, irgendjemand zu fragen aus der WG oder von Scientology in Bremen? Oder also mit der WG war ich ja nur mit Mike, wir waren ja allein in der WG. Ich hatte dann wohl noch irgendwann... Sie müssen ja das Bedürfnis gehabt haben, zu, wahrscheinlich persönlich zu erfahren, wie haben Sie davon erfahren? Und jemand hat Sie angerufen und gesagt, der Mike ist tot oder wie ging das? Ich war auf der Arbeit in Wiesbaden irgendwo und kriege auf einmal den Telefonanruf, ja. Ne? Und ob ich was dazu sagen kann und ob ich mal vorbeikommen kann. Ja. Da müsst ihr auch das Bedürfnis gehabt haben, die anderen Scientologen zu fragen, was ist denn da vorgefallen? Ne, ich habe die Adresse oder was habe ich ja von denen nicht gehabt. Wir waren immer nur in der Mission. Also es ist so ein Industriegebäude, also mit, unten drunter ist eine Moschee drin, wo wir drüber die Scientologen, ein paar kleine Lagerreihe oder was das ist. Ich hatte ja auch abgeschlossen mit dem Thema Scientology eigentlich. Ich bin ja ausgestiegen gewesen. Mhm. Ne? Ich hatte mich dann ganz darauf konzentrieren wollen, dass ich halt mit, wie alt war ich damals, 36, ne? Na, 37, halt neue Wege zu gehen. Ne? Mhm. Ich habe dann auch alles, was ich hatte von Scientology, an Unterlage, an Kurs und den ganzen Kram, Fotos, alles fort. Habe ich abgegeben und weggeschmissen teilweise. Und habe halt probiert, weil ich habe gemerkt, der Weg, oder den Weg, den die Scientology geht, das hat mit Menschsein nichts zu tun. Das sind hypnotisierte Roboter, die absolut keine Skrupel kennen. Mhm. Wobei ich nicht so weit gehe und sage, dass jemand tätlich umbringe. Mhm. Das würden normale Scientologen niemals machen. Mhm. Also dass er jetzt kommt und schneidet ihnen die Kehle durch oder was. Wer könnte denn jetzt noch wissen, was mit dem Mike da in den letzten Tagen passiert ist? Wer? Ja, ich hätte, kann Ihnen den Namen sagen. Mhm. Also es ist Erich Kück. Mhm. Und ein Herr Klatte, was kann man wieder geheißen hatte. Mhm. Der Herr Klatte war als Banker tätig in Bremen und wollte dann wahrscheinlich auch zu hoch hinaus und ist dann abgefunden worden, also hat die Stelle verloren gehabt. Da waren wir allerdings, das war 2003, da waren wir noch in der Mission in Bremen. Und der Herr Erich Kück ist Unternehmensberater. Aber Sie wissen nicht, ob die heute noch drin sind. Kann man nicht sagen, ja. Muss ich auch nicht wissen, ganz ehrlich. Nee. wenn ich von Ihnen nicht angerufen worden wäre, ich hatte das Thema eigentlich schon wieder abgehakt, ja. Komplett. Beziehungsweise mir ist eine Sache aufgefallen. Mhm. Scientology missioniert mittlerweile ganz anders. Die gehen ganz neue Wege. Also mit denen, sage ich jetzt mal offizielle 5.000, 6.000 Leute, was wir hier in Deutschland an Scientologen haben, ist es nicht getan. Die gehen in andere Sekten und verbreiten ihre Technologie sogar unter christliche
Mhm. Ich habe gedacht, ich spinne. Das habe ich noch nicht gehört. Ja. Ich wohne halt in einer kleinen Stadt und bin ich eingeladen worden zum Filmvorführung. Ja, das ist Uraufführung und so weiter, kostenlos, alles kostenlos. Die Leute, ganz ne, normale Leute, ne? Mhm. Familie halt, ne? Und ja, christlich geprägt, ne? Und ist der Name Ivo Sasek gefallen. Schon nie gehört gehabt. Und ja, er findet, dass die Bibel ein Update braucht, vernetzt werden muss und so weiter, ne? Dann haben wir den Film geguckt. Und die ganze Aufmachung, alles was da lag, total wie Scientology, ne? Das ist so der gesamte Glamour, die Themen, Ritalin und sonst was und das gesamte Spektrum. Dann habe ich dann gegoogelt, den Namen Ivo Sasek, finde eine Seite und habe dann irgendwie überlegt, das hängt doch irgendwie mit Scientology zusammen. Ivo Sasek und Scientology, und hat er die auf seine Events eingeladen und die haben dann munter Bücher verkauft und den ganzen, also Disney Wege. Ne? Also können Sie davon ausgehen, dass wir nicht mehr 6.000 haben in Deutschland, nur mal mindestens würde ich sagen, bei Anzahl von den Sekten, was ich mittlerweile kenne, können Sie mal das Dreifache drauf rechnen. Ist aber immer noch ganz wenig. Gut, es gibt ja auch die sogenannten Frontgroups, ne? Also die Narkon und Kriminon, Verbrechen in der Psychiatrie und so, und die haben ja auch, die akquirieren auch sehr fleißig. Also gut, in der Psychiatrie wurden Verbrechen verübt, wahrscheinlich mittlerweile sitzt der eine oder andere immer noch falsch da drin, aber wenn sie richtige Verbrechen gegen die Menschlichkeit finden wollen, dann gehen sie am besten mal irgendwo in eine Scientology-Org und da werden sie genug sehen. Mhm. Ja, die Menschen, die da sich verstrickt haben. Also ich muss sagen, toi, 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 ich brauch's nicht. Ich habe auch Stufe für mich selbst erklommen gehabt. Ich habe Sachen gesehen, die wollen sie gar nicht sehen. Ich bin auch kein Machtmensch, ich tue das nicht weiterverkaufen oder was. Die können ja irgendwo missionieren und ihre Auditings, also ihre Dauerhypnose machen, wo sie wollen. Dann sollen sie auf eine einsame Insel gehen. Ein geschlossenes System, aber nicht parasitär in der Gesellschaft. Ne? Wie ein Krebsgeschwür, sage ich jetzt mal, die Leute aussauge. Und mehr oder weniger in den Tod treiben. Mhm. Ne? Und das ist bei Mike hundertprozentig. Also wenn Mike gestorben ist, ne? Und 2-3 Tage in seinem Zimmer gelegen haben soll, undenkbar. Die zwei Herren waren immer da. Immer, jeden Abend. Mhm. Mit wem hat denn der Mike überhaupt sonst noch sozialen Kontakt gehabt? Außer mit Scientology? Fällt ihm da noch irgendjemand ein? Gar nichts. Nur Scientology. Mhm. Ne? Das war ja bei mir dann, das ist ja auch eine andere Welt, sie haben eine andere Sprache. Das ist so, wie wenn sie jetzt auf einmal Russisch lernen und leben irgendwo in Russland, dann haben sie auch noch mit der Russen zu tun, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ein, und sie haben die Zeit ja gar nicht, sie müssen ja erstmal arbeiten und dazu verdienen, meistens noch Nebenjob und die Kurse auch noch mal. Ja, mit wem wollen sie noch reden? Die Familie meistens sowieso schon über den Tisch gezogen, das Geld haben wir gerafft oder die Mutter verklagt, dass das Erbteil rausrückt oder sowas. Ne? Mhm. Ich habe von Politikern oft gehört, Scientology ist harmlos, Scientology ist kein Thema mehr in Deutschland, wir haben jetzt den Islamismus, wir haben das, wir haben das. Wie ist da Ihre Einschätzung? Also wenn ich mir überlege, was seit dem 11. September für Terrorbekämpfung, für Rechte und sonst was alles aufgegeben wurde, ist, ich habe hier in Deutschland noch nichts von Anschlägen oder was gehört, die mögen radikal sein, ne? Die mögen auch Fehler am Platz sein in Deutschland. Aber das sind ja Milliarden und Abermilliarden, die gegen diese sogenannte Terrorbekämpfung gibt. Wir haben wie viele Kriege auf der Welt wegen solcher Sachen. Und der eigentliche Krieg, die Gefahr, die wird unterschätzt. Und wenn man sie jemand unterschätzen, ein sterbendes Tier oder es wird klein geredet. Wenn sie eine Gefahr immer wieder verniedlichen, sage ich jetzt mal, dann packen sie es doch in andere Worte. Ja, und die Sprache wird, wie soll ich sagen, also Sie können sagen, das ist ein Atomkraftwerk oder es ist ein Kraftwerk. Ja, Atom ist schon wieder negativ, ne? Mhm. Ja, und genauso ist es mit Scientology. Scientology erstmal negativ, ja, aber die haben doch so viel gute Sachen gemacht. Ne? Mhm. Gucken Sie mal, ich muss sagen, ne, weil ich Ihnen vorhin gesagt habe, mit der Krankheit, was ich hatte, ne? Die war dann wirklich weg. Mhm. Ich weiß, also ich kann schon Blutbild belegen, ich hatte kein Diabetes mehr. Hm. So. Nee, ich meine, was ist denn Scientology denn, oder andersrum gefragt, auf welche Art ist denn Scientology gefährlich überhaupt, jetzt aus Ihrer Sicht? Was ist gefährlich an dem in Deutschland?
dass es bald dann, also wenn Scientology, andersrum gesagt, wenn diese negative Kampagnen, die, also Scientology gibt es seit 1970 oder was hier in Deutschland, ne, wenn die freie Bahn gehabt hätten und nicht gestoppt werden von, worden wären von Menschen, die arrangiert sind oder sagen wir Politiker, die diese Fahrer sehen, wissen, dann hätten sie mal in jedem, wie wir in jedem Ort, sage ich jetzt mal, eine katholische, eine evangelische Kirche haben, hätten wir dann auch eine Org oder eine Mission. Ne? Und die ziehen Geld, die versklaven die Menschen. Der Mensch, also der reine Mensch, so wie ich, human, also der reine Mensch, den gibt es in Scientology nicht. Der wird gespalten in einen Körper, also eine Kohlenwasserstoffmaschine, die mit Vitaminpräparat und Mineralstoffe dann so übersättigt, überdüngt wird, dass die sowieso allen Leberschade und eine Niereninkontinenz kriege. Sie können auch nicht mehr, sage ich jetzt mal, an kleine Dinge freuen zum Beispiel. Es ist ihnen egal, ob sie im Wald gehen, spazieren, sie hören auf einmal keine Vögel mehr, sie sehen nur noch, was aus dem Holzmarkt kommt. Ich hatte das Beispiel mit der Kuh gehabt, die auf der Weide gras. Ne? Und früher habe ich das, oder als ich in Scientology war, ist mir das auch aufgefallen. Da habe ich auf einmal die Kuh gesehen, aber nicht als Kuh, die auf der Weide gras. Ich habe die Knochen gesehen, ich habe das Fleisch gesehen, ich habe das Fell gesehen und habe die Kohle gesehen, die dahinter steckt. Das heißt, sie nehmen alles ganz anders wahr. Also 100%, sie sind ja hypnotisiert. Das langt schon in der ersten Sitzung, da kriegen sie schon die Löcher eingebaut und sonst was. Ne? Ich kann nur allen Leuten sagen, Finger weg. Und wie gesagt, durch die zahnärztliche Behandlung mit Hypnose weiß ich jetzt ganz genau, wie das funktioniert. Das ist Hypnose und da können die erzählen, ja, das ist Auditing oder Reverie. Die Leute laugen dermaßen aus, weil sie unter Dauerhypnose sind und immer unter Zwang, immer das Beste. Sie sollen ja alles erobern, sie sollen ja der Poste, also Aufsichtsratschef, der Beste im Verein, ne? Der Vorstand, der ist das. Sie haben ja auch erzählt von diesem Auditing, wo man sagt, wir haben dich lieber tot als unfähig, ja? Oder wie heißt dieser Spruch von Hubbard? Wir sehen dich lieber tot als unfähig. Ne? Wo haben Sie das mal gehört bei Scientology? Das können Sie in der Referenz nachlesen. Ich habe ja alles, ich war also ein fleißiger Student, auch wenn die Orks. Ich war in Hamburg in New York, ich war in Frankfurt in New York, in München in New York, in Bremen in der Mission, in Düsseldorf in einem anderen Namen dann zwischendrin war. Ich habe mir dann wirklich alles zugänglich gemacht, auch die Schriften dagegen. Und Hubbard war ein wirklich Drecksack. Kann ich Ihnen sagen, er ist kein Menschenfreund, er wollte nur Kohle machen, er hat seine eigene Religion gegründet. Die Sachen hat er alle, ob es von den Nazis war, von den Kommunisten war, von, ich sage jetzt mal, Indianer. Da ist ein Teil vom Buddhismus drin versteckt. Ich war dann zufälligerweise, bei uns im Ort gibt es so ein kleines Kloster, da habe ich ein paar Sozialstunden also abgeleistet. Und er hat sich wirklich diese Sache geklaut, hat sie umgeschrieben in Bullentalen, in HCOBs. Und je nachdem, wie sie diese aneinanderreihen, und das wird studiert, das heißt, sie sitzen im Auditor gegenüber, das wird gelesen, das wird eingebrannt. Wenn da jemand braucht, ich sage jetzt mal als Chauffeur oder was, dann kriegt er die beste Ausbildung, das ist dann ein Chauffeur. Der nächste ist dann ein Kursleiter. Das und das und das. Wir brauchen uns auch nicht nur die Codes, die Bücher habe ich alles gehabt. Ne? Wie wichtig ist denn jetzt eine Arbeit, oder wie wichtig war für Sie persönlich die Arbeit von Frau Caberta? Hundertprozentig. Also ohne Caberta hätte ich das, sage ich schon mit Schatz, niemals geschafft. Das Punktuelle ist eigentlich, Sie waren ja ein paar Jahre irgendwo in der Gruppe. So. Ich sag's mal so, Sie können es auch vergleichen mit einem Kind, das irgendwo in einer Familie aufgewachsen ist und irgendwann denkt, ja, die Mutter, die ist aber scheiße, aber trotzdem bleibt so noch die Mutter. Zum Beispiel. Ja? Das Zugehörigkeitsgefühl, das kriegen Sie nicht weg. Ne? Weil es sind ja auch Menschen, solange die noch Menschen sind, ich rede jetzt nicht von der obersten Etage, von dem Fußvolk, ohne das, sag ich jetzt mal, die Arbeit macht. Da gibt es schon noch menschliche Regungen, ne? Oder der eine hilft dem anderen mal aus, oder, ne? Also auch, aber es ist, wie soll ich das sagen, es ist eigentlich nicht zu vergleichen. Es ist ein Laufrad, das nie endet. Also sie hat Ihnen schon geholfen und Sie beurteilen wahrscheinlich auch, dass die Abschaffung Ihres Büros, also zumindest in der Sache Scientology, nicht weiterhilft. Das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte? Ja, also, Ihr Büro gibt es ja nicht mehr.
Jetzt ist alles dem Verfassungsschutz zugeordnet. Das heißt, die Verfassungsschutzämter sind die einzigen staatlichen Stellen, die sich doch noch mit Scientology auseinandersetzen. Oder? Ja. Und das Büro von Kaiser gibt es nicht mehr. Irgendwo haben die Ausbildung. Woher haben diese Leute die Kompetenz, sage ich jetzt mal, sich überhaupt? Wie soll das funktionieren? Ja, und ich glaube sogar, ich behaupte, dass kein Scientologe, der aussteigen will, zum Verfassungsschutz geht. Behaupte ich mal. Ich weiß nicht, können Sie sagen. Ich war damals auch Verfassungsschutz und so weiter, also ich bin auch richtig abgecheckt worden. Was dann, wie gesagt, wenn wir jetzt wieder auf Ursula Gabella kommen. Hatten die denn Ahnung von Scientologen? Na, gar nichts. Ach, vorher? War sie irgendwo ein Flugblatt oder was oder drei Dinger? Das geht doch gar nicht. Also wer sich richtig ausgekannt hat, war die Ursula und die sich auch richtig arrangiert hat. Ich habe die das erste Mal irgendwann, da war ich schon in München, und in München gesehen mit so einem Stand. Da habe ich noch damals gedacht, was hat die dagegen? Ne? Ja? Da war ich noch froh, eine halbe Stunde Pause, schnell was essen und dann wieder auf Kurs und diese Übung gemacht, da weiterkommen, jawohl, der Abschluss, gleich der nächste Kurs rein. Da sind sie im Laufrad drin. Ne? Nur irgendwann gehen dann immer die Kurse aus, aber wenn sie dann immer wieder neu rausgebracht werden, sind immer dieselbe. Ne? Ganz neu. Ne? Und nach 10 Jahren wird es neu gedruckt und dann sind die alten Kurse auch nichts mehr wert, dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Ne? Also eine Geldmaschine ohne Ende. Und was mich jetzt auch schockiert hat, weil nach dem Anruf, wo ich von Ihnen gehabt habe, die Seiten sind total neu gestaltet worden auf Scientology. Hervorragend. Da habe ich dann sogar eine E-Mail abgesetzt an die Frankfurter Org, dass das wirklich richtig gut gemacht ist. Ich habe noch nie so eine einfache, super aufgebaute Internetseite gesehen wie dessen. Da bieten sie mittlerweile die Einstiegskurse kostenlos an. Also Online-Kurse. Ja, wird auch nur wieder Bauernfängerei sein, aber ich kann dazu nur sagen, wie gesagt, es wird weitergehen, das Thema. Und je kleiner sie werden, die kaputt kriegen werden sie sowieso niemals, weil das Finanzsystem innerhalb von Scientology funktioniert, das wird auch keiner mehr umschmeißen. Ne, aber wenn man in den 70er Jahren. Mir wurde zum Beispiel erzählt, dass natürlich auch viel Schwarzgelder fließen. Auditing wird ja auch oft bar bezahlt. Also ich habe von zwei Scientologen, die haben mir erzählt, wie sie mit diesem Geldkoffer nach Kopenhagen geflogen sind. Und die Finanzbehörden machen nichts, obwohl es manchmal natürlich auch Anzeigen gibt, ja. Aber gut, so ist das nun mal. Also ich halte es alles kostenlos. Ja. Nee, mehr oder weniger kostenlos, sagen wir so. Gut. Cut an der Stelle. Für mich ja.